Nein. Das sieht nicht gut aus. Uff! Der Lem ist in Gefahr. Ich brauche jetzt das Beste. Eloquenteste. Gewiefteste. Hübscheste? Krasseste Team der Welt, bitte. Hallo, Team. Goodbye, Lem! Das wird die absolute Fistung, ne? Um Gottes Willen. Banana Team. Um Himmels Willen, um Himmels Willen. Warum ist es Russen überhaupt... Oh shit, here we go again. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Kill durchziehe. Warum hat man die Server nicht einfach schön trennen können? Russen können doch bei den Asiaten mitspielen, oder? Der Einzige, der wahrscheinlich auch Englisch talken würde, hat kein Mikrofon. I'm going second, man. He's coming. Boah. Ich bin gerade echt überwältigt von dem absolut riesigen Scheißhaufen, den ich hier am Start habe. Ich hatte seit einem halben Jahr nicht mehr so ein Team. Immerhin sind sie so ein bisschen am Englisch callen, aber sie unterhalten sich zusammen dann Russisch. Und Russen sind irgendwie immer, immer ultra laut. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen. Sie sind immer absolut laut. Mit Jackett. Mit Jackett. What the fuck? Sie sagen einfach. Ah, he spoilers still. He's going out short now. Oh, mate, chill. Oh, Balkanary B. Okay, Trickster macht das. Die Zeit ist eh ultra knapp. Nice. Bis jetzt spielen wir komplett ohne irgendeine Teamgeschichte. Es macht einfach jeder für sich irgendwas und wir sind zum Glück. Genau, das wollte ich gerade sagen. Zum Glück Aim stärker, beziehungsweise nicht so retarded halt wie die Gegner, aber... Oh! Meine Güte, die sind so krass laut. Überhaupt keine Calls. Hier ist scheinbar irgendwo einer, der vielleicht City geht. Ich weiß es nicht. Ah, Bomb down, lower mid. Leute, es ist echt... Nicht schön. Ich hoffe einfach absolut krass drauf, dass die Gegner weiterhin so dumm spielen und wir deswegen irgendwie einen kleinen, aber feinen Win sehen können. Ach, mein Russen-Team, oder? Ist das nicht schön? Oh nein, da stirbt er. Geht er jetzt Mitte hoch oder geht er Banane? Mal gucken. Oh, Banane. Nice. Alles klar, er denkt nicht mal dran zu droppen, der eine. Obwohl er absolut krasses Cash hat, was ein verschissener Bock. Ich habe ihm dreimal gedroppt und er macht nichts. Scheiße. Am Flash. Lebe ich noch? Keine Ahnung. Ja, nice. Was labert der denn? Oh mein Gott. Pripyat, er will nach Pripyat, okay. So klingt der auch, so verstrahlt. Apartments, Spoiler. Wow! Wir warten noch kurz, bis Blau um die Ecke geht. 3, 2, 1, da ist er rum. Nice. Wenn das so weiterläuft, dann ist es ja gar nicht so ultra tragisch. Aber eins ist zu 100% klar. Wenn wir richtige Gegner hätten, die normal spielen würden, ja, und nicht irgend so ein Schotter, Wir würden mit wehenden Fahnen untergehen. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen Gegnerlack wie hier. Middle Purple. City down. Down Library. Last Meat. Shit, I'm gonna be. Nice. Uff. Ich kann es gerade nicht glauben, dass wir wirklich 8-0 führen. Ich kann es absolut nicht glauben. Übrigens, heute Abend ist Livestream. Kann ich auch nicht glauben. 18 Uhr geht's los. Leute, vergesst es nicht. 18 Uhr Livestream. Pure Games Giveaway und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ich habe heute übrigens alle Skins oder fast alle Skins rausgehauen. Bei Nero ging der Trade-Link nicht, beziehungsweise dein Account ist auf privat. Dein Inventar ist auf privat, nicht dein Account. Gerade derjenige, der bestimmt schon 5-mal gefragt hat, wann der Trade kommt, kann nicht angetradet werden. Aber der Rest sollte eigentlich alles bekommen haben. Verschenkte Subs eingetragen, dies und das, Lirum Larum. Und Epic hat übrigens auch funktioniert. Vielen, vielen Dank, Leute. Eure Unterstützung, Bump Down. Stairs, Bump Down. Eure Unterstützung bei Epic ist eingegangen. Der Creator Code hat funktioniert. Wir haben bei Borderlands jetzt 3 Unterstützer und bei Fortnite 2 Leute. Vielen Dank dafür. Edel. Richtig, richtig edel. Ich glaube, ich lasse den Supporter Code auch. Es ist halt einfach der Dummbabla. Alles in Caps, alles in groß. Idris meinte, das wäre irgendwie bescheuert. Aber ich müsste halt den Support anschreiben und um eine Änderung bitten. So irgendwie. Also man kann ihn nicht einfach so ändern. Und da wir jetzt noch einige schon haben, die ihn halt so benutzt haben, ist es, glaube ich, nicht weiter schlimm, wenn der halt in Caps geschrieben ist. Also würde ich sagen. Mich stört das eigentlich nicht. Ich denke, es stört auch niemanden, der ihn eingibt, beziehungsweise einfach kopiert und pastet halt. Vielen Dank dafür. Edel. Smoke on B. Komm her, du P90, Sack. One is coming. Down.
Ey, Long war wieder offen und jetzt ist er halt hier bei City irgendwo. Das kann ich nicht verstehen, dass man das einfach so offen lässt, diese extrem unangenehme Stelle. Das habe ich auch in den Fear Games gemerkt, dass es einfach offen gelassen wird. Also wenn jemand auf A-Long stirbt, wenn es überhaupt gedeckt wird, dann wird gar nicht nachgeschoben. Oder ist es falsch, wie ich denke? Sollte man A-Long nicht, sobald da jemand stirbt, halten? Also dann, dass einer von A geht oder von A-Short, wie auch immer, hingeht. Es sind ja meistens eh 3 Leute auf A. Das heißt, es kann ja easy peasy einer von Pit oder von A-Spot oder von Short oder wo er halt steht, dann rüberschieben. Oh, incoming. Und A-Long unterstützen. Ja, they're coming long. Bot down. Maybe one library. Bomb down A-Spot. I'm low HP. He's on spot now. You can go short. I'll smoke him for a while. Okay, let's go. He's phantom. I'm rushing. Trickster scheint, obwohl er nicht spricht, zumindest nachzudenken. Wir machen doch jetzt hier nicht im Ernst den 0. Mit dem Chaoten-Team. I'm flashed. Nice, thanks. Oh shit, oh shit, oh shit. Achtung, Mate. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh. Ey, Long ist schon wieder offen. Ich pack's nicht. Ey, Long ist offen. Geil, jetzt ist A-Short auch weg. I'm rotating to A. Wahrscheinlich sind sie schon längst hier. Und klatschen mich gleich. Spot down. Yes. Nein, 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 nein. He's down. Oh, ich rotiere mal lieber schnell zu A. Wait, wait. He's shot. I'm going long. One HP. He's close, fuck. Aber das macht der letzte gegen 3. Nein. For you purple, under me. Letzte Runde ohne Kevlar, aber mit M4. Mal gucken, was passiert. Banana's coming. Naja, komm! Geht schon. Geht schon. Guckt euch mal diesen geschlossenen B-Rush an. Also zumindest. Oh fuck, bis er. Oh, okay. Was sage ich hier? I'm going for Instaplan. Church. Down. Tja, ich deck mich selbst. Letzter City, den jagen wir jetzt. So, dann wedeln wir uns mal zum Sieg, würde ich sagen. Das sollte jetzt eigentlich schon der Schluss sein hier. Das ist echt Wahnsinn. Let's go A together, guys. A is clear. Purple. Alter, wo bleibt denn jetzt Purple? Will er uns das Spiel echt noch verkacken? I'm going mid. Mid down. Oh. Na, fuck. Muss der jetzt wirklich die halbe Runde am Spawn chillen, der Grasdackel? Ich meine, gut, wenn er noch Punkte machen will, also noch Runden braucht. Okay. Ich hätte auch gern die 50 voll, ne? Klar. Aber auf der anderen Seite könnte ich es halt auch schön schnell zusammenschneiden jetzt, ne? Wir müssen es wegen mir nicht strecken. Machen wir einen Drop. Die Bombe ist schon wieder AFK. Habe ich mich da etwas zu früh gefreut? Eco, Eco. Eco Rush on B. Oh mein Gott, ich habe eine Eco angesagt. Ach, scheiße. Jetzt entfaltet sich die absolute Behindertheit, wenn wir nicht mehr auf der leichten Seite spielen. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier gerade vorhaben, aber so wie es aussieht, wollen die Jungs hier für ihren Rank nichts Gutes. Genau jetzt merkt man, wie wenig dieses eigentliche Aim wichtig ist und wie extrem wichtig es ist, dass man als Team zusammenspielt. Purple ist einfach irgendwie irgendeinen Weg vorgegangen, ohne was zu sagen. Und es konnte in City natürlich einfach durchgehen. Also er muss jetzt dieses brutale Glück haben, dass die... Na, er hat eh keine Zeit mehr. Wenn man nur auf Glück spielt, dass die Gegner zufällig da sind, wo man rumläuft, hat man verloren. Oh, he's behind me. I think he's graveyard. Oh, oh. Er zieht durch. Nice. Oh, das Elend ist vorbei. So ein Riesenglück, dass City so gut lief. Wir hätten hundertprozentig verloren. 100% verloren. Wenn wir bei City nur 5 Runden weniger geholt hätten oder 3 weniger. So kann man nicht spielen. Wenn überhaupt niemand irgendwas macht, keiner was sagt und jeder irgendwo hinrennt oder du der Einzige bist, der callt, man ist verloren. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream. 18 Uhr geht's los, okay? Das Wochenende war sehr krass. Wir haben bei Freitag, Samstag und Sonntag gestreamt. Da haben wir echt reingelangt mit eSportle und Co. Hat Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass wir heute Abend auch viel Spaß haben werden, solange wir nicht so spielen. Grauenhaft, oder? Grauenhaft. Das war hundertprozentiges Glück, dass wir das gewonnen haben. Wenn es dann nicht zurückgebliebenes Gegnerteam gewesen wäre, wir hätten verkackt. Hätten die gerusht gemacht. Überlegt mal, hätten die uns auf B oder A mal richtig gerusht, wir wären down gewesen. Haut rein, bis gleich. Ciao, ciao.